Für die US-Märkte bricht mit dem heutigen Tag die Woche der Wahrheit an und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Warum ist es die Woche der Wahrheit? Weil einfach extrem viele US-Unternehmen berichten werden. Ein Drittel aller Dow Jones-Unternehmen sind zum Beispiel in dieser Woche dran. Heute noch IBM und Netflix. Und wenn man sich mal die Werte anschaut, die jetzt bald berichten werden in den USA, dann ist auffällig, dass diese Werte fast unisono im Minus sind. Das heißt, es geht ein bisschen die Muffe, dass wir hier wieder vor schlechten Zahlen stehen, nachdem die Berichtssaison mit Alcoa ja sehr schwach angefangen hat, dann mit den Banken aber besser geworden ist. Heute die wirklich ersten überzeugenden Zahlen aus dem Bankenbereich mit der Bank of America. Man nennt das, was in den USA derzeit bei den US-Unternehmen passiert, eine Earnings Recession, nämlich eine Rezession der Gewinne. Wir haben nämlich das fünfte Quartal in Folge die Gewinne der US-Unternehmen rückläufig, dass trotzdem wir noch einigermaßen in Sichtweite der Allzeithochs bei den Aktienindizes stehen. Und man muss ja eins sagen, was ist eigentlich relevant für Aktienmärkte, wenn nicht die Ergebnisse der darin enthaltenen Unternehmen? Also im Grunde geht es jetzt wirklich um die Woche der Wahrheit. Geht es darum, sind die Bewertungen gerechtfertigt oder sind sie es eben nicht? Wie gesagt, die Werte, die jetzt bald berichten werden, wie Microsoft, wie General Electric, wie Netflix heute, die sind im Minus. Ansonsten haben wir, naja, einen mäßig ruhigen Wochenauftakt, kann man sagen. Wir haben nach wie vor die Nachwirkungen dessen, was Janet Yellen am Freitag gesagt hat, die ja eigentlich sich gar nicht zur Geldpolitik äußern wollte, hat sie auch nicht gemacht. In Sachen, werden wir die Zinsen annehmen oder nicht, aber sie hat etwas gesagt, was doch Folgewirkungen hinterlassen hat, nämlich man könne vielleicht eine Zeit lang ein Überschießen der Inflation tolerieren und das hat die Anleihenmärkte ziemlich in Feuer gesetzt, denn was bedeutet das faktisch, wenn ich zum Beispiel eine 10-jährige oder eine 30-jährige Anleihe als Investor habe und kriege dafür, naja, ziemlich minimale Renditen und dann sagt der Notenbankchef oder die Notenbankchefin, naja, wir können das Überschießen der Inflation zeitweise akzeptieren, ähnlich hat sich ja schon zum Beispiel Mark Carney von der Bank of England geäußert, dann heißt das, wenn die Inflation steigt, dann brauche ich irgendwie einen Ausgleich für das, was ich da im Portfolio habe, nämlich für diesen mickrigen Zins. Also werde ich, wenn ich so eine Anleihe kaufe, eine höhere Rendite, einen höheren Zins erwarten. Dementsprechend haben wir Abverkäufe an den Anleihemärkten gesehen bei längeren Laufzeiten, US-10-jährige Staatsanleihe, 30-jährige Staatsanleihe, die deutsche 10-jährige Bundesanleihe etc. Das ist das eine, was heute relevant war. Das zweite ist, dass wir einen, naja, ziemlich wilden Ritt beim Ölpreis sehen heute. Und da ist es so, dass wir jetzt den größten Long-Überhang, die größte Netto-Long-Positionierung am Ölmarkt seit 2 Jahren haben. Alle glauben, der Ölpreis steigt, da wäre ich aber sehr, sehr skeptisch. Und beim Gold zum Beispiel haben wir das Gegenteil der Fall. Da haben jetzt den massiven Überhang von Long-Positionen, der wurde sehr stark abgebaut, ein Viertel aller Long-Positionen wurde in der Vorwoche rasiert, nachdem Gold ja so schwer unter Druck gekommen war. Ansonsten hatten wir US-Konjunkturdaten, die naja mäßig waren, schwächerer New York Empire State Index, etwas schwächere Industrieproduktion, aber vielleicht wichtiger, dass heute die Inflation in der Eurozone, nämlich die Verbraucherpreise der Eurozone, so stark gestiegen sind wie seit 2014 nicht mehr. War keine Überraschung, hatte man so erwartet. Aber auch das nochmal zum Thema Inflation, wenn ich also jetzt zum Beispiel eine Bundesanleihe habe, die gar nicht mit nichts rentiert oder sogar negativ rentiert, wie in den letzten Wochen, pardon, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn die Inflation anzieht und ich habe eine Anleihe im Depot, die nichts abwirft, das ist das große Thema. Gehen wir gleich mal rein in die Charts, gucken uns die Chose an. Wir starten mit dem DAX, der einen vergleichsweise geringen Enthusiasmus heute an den Tag legt. Wir haben eine relativ überschaubare Handelsspanne bislang. Wir sind oben gewesen, nicht ganz bei der 10.600er Marke und unten jetzt bei 10.500. In dieser Spanne bewegen wir uns. Jetzt sind wir eher am unteren Rand. Wir haben pardon, schwere Ergeltung noch vom Wochenende. Wir haben hier den Dow Jones bei 18.109, wir sind wieder rausgefallen aus dieser Spanne. Man darf nicht vergessen, wir kommen jetzt in diese sogenannte Blackout Period, das heißt die Unternehmen, die berichten, die dürfen 4 Wochen bevor sie berichten in den USA eben keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen und man geht davon aus, dass 70% dessen, was hier nach oben gekauft wurde, 70% des Anstiegsvolumens waren Aktienrückkäufe in den USA. Diese Blackout Period wird so ungefähr in der ersten bis zur ersten Novemberwoche reichen. Und damit fehlt einfach ein wichtiger Treiber, der eben die Hosse in den USA
gebracht hat. Insgesamt kann man sagen, wenn man sich mal die Wahljahre anschaut in den USA, Oktober wird meistens ein Tief erreicht und dann geht es wieder nach oben. Ob das diesmal so ist, weiß man nicht. Wir haben in den USA ja ein ziemlich mieses Phänomen. Donald Trump erklärt die Wahlen jetzt schon im Prinzip für gerickt, wie er sagt, rigged elections, also gefälschte Wahlen etc. Das ist natürlich schon eine harte Nummer. Wenn ich im Vorfeld schon mal sage, die Wahlen sind gefälscht, dann kann ich natürlich nach einer Niederlage, die sich ja abzeichnet, aber wer weiß schon, dann kann ich natürlich sagen, ja seht ihr, die Wahlen waren ja gefälscht. Das ist wirklich der Tiefpunkt der politischen Kultur, die wir derzeit sehen. Schauen wir uns mal den Euro an. Und hier könnte sich was abspielen. Wir sehen jetzt schon, nachdem wir tiefer in diesen 1,9er Bereich getaucht waren, pardon, sehen wir, dass wir jetzt doch erste Erholungstendenzen zeigen. Und klar, wenn die Inflation anzieht und eben dieser sogenannte Taper Talk sich bewahrheitet, nämlich dass die EZB etwas weniger QE betreibt, dann wäre das ein Positivum für den Euro. Also hier könnte Wasser nach oben gehen. Wir sehen Dollar-Yen relativ unverändert, 104. Wir haben den Dollar-Yuan auf 6-Jahres-Hoch, das heißt die chinesische Währung ist auf dem tiefsten Stand zum Dollar seit 6 Jahren. Das hat heute Vormittag so ein bisschen verunsichert. Dazu muss man allerdings sagen, dass der Yuan per se gar nicht so schwach ist, sondern nur gegenüber dem Dollar, gegenüber einem Währungskorb, den die Chinesen ja kürzlich eingeführt haben, hat er in der letzten Woche Zugewinne gemacht und steht insgesamt ganz gut da. Also es ist die Dollarstärke, die die Welt derzeit umtreibt. Wir haben eine ausgemachte Pfundschwäche, da braucht der Dollar gar nicht stark sein. Heute wieder gibt es Konfusionen, gibt es Auseinandersetzungen zwischen Philip Hammond, dem Finanzminister und dem Finanzministerium und den harten Brexit-Befürwortern. Heute sah sich Theresa May genötigt zu sagen, ja, ja, ich stehe zu meinem Finanzminister, also man sieht, da ist einiges am Kochen. Wir sehen, wie schon gesagt, Öl unter Druck, nachdem eigentlich heute keine wirklich neuen Nachrichten kamen, aber es eben so ist, dass die Long-Überhänge so groß sind wie seit 2 Jahren nicht mehr. Das heißt, wenn dann mal was nach unten geht, dann macht es gleich Bums, weil dann eben die Stops hier fliegen. Wir sehen das Gold unverändert, wir sehen Silber vergleichsweise unverändert. Wir sehen eine Erholung, ich hoffe, das war jetzt der letzte Huster, wir sehen eine Erholung im Bund-Future, also in der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe. Wir waren bei 162,80. Wir sehen also steigende Renditen. Das wird jetzt so ein bisschen wieder korrigiert, aber die Märkte verlangen einfach einen Ausgleich für die möglicherweise sich abzeichnende Inflationssteigerung. Die Inflationserwartungen in der Eurozone sind schon gestiegen und hier abschließend noch, bevor mich der nächste Hustenanfall übermannt, Netflix, Unternehmen, das heute berichtet, House of Cards etc. sind die Stichworte. Die Aktie knapp 3% im Minus, weil man fürchtet, die Zahlen werden vielleicht nicht so gut. Man hat sich ja seitens von Netflix schon über China geäußert und gesagt, sieht nicht gut aus. Und irgendwie ist natürlich die ganze Chose auch ein bisschen teuer, wie Amazon und wie sie alle heißen, die ganzen US-Tech-Werte sind natürlich massiv überteuert. Das gilt auch für den Gesamtmarkt, wenn wir ehrlich sind. Jetzt kommt eben die Woche der Wahrheit, da muss ich bestätigen, ist es zu teuer, ist es viel zu teuer oder ist es absurd teuer? Das ist dann die entscheidende Frage. Und ich wünsche jetzt erstmal ein schönes Wochenende, nicht ein schönes Wochenende, einen schönen Feierabend, so muss es sein. Bis dann, ciao.